ich bin Inge Danzeisen und arbeite hier in Dodoma in Tansania auf dieser Literaturstation. Wir haben hier einen Verlag und eine Fernbibelschule. Ich war an der ABM von 2010 bis 2018 und habe jeweils in einem Block von einem halben Jahr viermal an der ABM studiert und habe dann mit dem Master in Kultur und Theologie abgeschlossen. Das war für mich ein sehr sinnvolles Studium, weil ich es dann auch wieder direkt einsetzen konnte. Zum Beispiel in einem Jahr hatten wir den Kurs über Katholizismus und Mission und dann kam ich hierher nach Tansania und habe an unserer Bibelschule den Kurs über große christliche Religionen unterrichtet und da konnte ich dann sofort das Wissen von dem Kurs mit einbringen. Das Studium hat mir auch sehr geholfen in der Redaktionsarbeit im Verlag, wo ich dann immer wieder theologische Bücher lese, die von anderen übersetzt wurden und muss dann prüfen, ob das dann auch kulturell passt für die Menschen hier. Da geben sich bei der Redaktionsbesprechung oft ganz interessante Themen, wo ich die Bibel wieder ganz neu sehe, mit ganz neuen Augen sehe und dann wieder versuche, die Gedanken des Autors so zu formen, dass dann die theologischen Gedanken des Autors dann auch verständlich sind für die Menschen hier in Tansania. Wir haben zum Beispiel im Moment ein Buch in Bearbeitung. Das ist nicht nur ein Buch, sondern das werden vermutlich 8 Bücher, eine Auslegung zum Alten Testament und zum Neuen Testament. Wir sind jetzt gerade mal beim Neuen Testament Buch 2 angelangt. Buch 3 soll noch verlegt werden. Da war es für mich sehr gut, dass ich von Konthal her so das theologische Werkzeug hatte, Exegese, Hermeneutik, Texte durchschauen, verstehen und dann wieder das Kulturelle, sodass man dann auch versucht, dem Leser das verständlich zu machen, was in diesen Büchern geschrieben ist.